your hands up and fill the next cup. Let's get this started again, again. Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Und schnee! Und verschwinde schnell von hier! Sofort! Was? Oh shit! Oh shit! Oh Mann! Okay. Los geht's. So, und erstmal an dieser Stelle ein herzlich willkommen. Es geht weiter. Und jetzt, ich habe vorhin eine Testaufnahme gemacht, die ging 40 Minuten lang. Da habe ich alle möglichen Spiele gespielt. Until Dawn kann ich ja natürlich ja nicht spielen. Aus dem einen Grund, weil man keine Kapitelauswahl hat. Das bedeutet, wenn man es gespielt hat, kann man nicht mehr wieder zurück. Und deswegen habe ich einfach mal ein paar PS4-Games gezockt und hatte das Problem nicht gehabt. Deswegen müsste das Problem auch jetzt behoben sein. Ich habe nicht was in den Einstellungen geändert. Und ja, beten, dass die Aufnahme jetzt wieder richtig abgespeichert wird, dann ist das Problem auf jeden Fall gegessen. Wenn die Aufnahme jetzt erfolgreich ist. Das weiß ich natürlich nicht, während ich hier aufnehme, sondern erst im Nachhinein. So, gut. Der Mann hat uns ja gerade geholfen. Dann können wir direkt uns mal angucken, was das hier ist. Blackwood Minen. Dieser Teil der Minen ist kürzlich eingebrochen. Super. Und da geht jetzt tief runter. Nein! Naja, wenn man die Wahl hat, dann kann man. Ist es schon nicht so tief. Also jetzt, wenn sie es direkt macht. Ihr habt jetzt auch Gott sei Dank die Szenen gesehen, die jetzt in der letzten Folge auch teilweise nicht mehr vorhanden waren, weil die einfach die Aufnahme versagt hat. Wie zum Beispiel, als Josh sich die Maske abgesetzt hat und sich als Psychopath zu erkennen gab, den er auch jetzt eigentlich ist. Ich glaube, der wird richtige Probleme kriegen. Oh, ein Totem. Ich glaube, das ist ein Weißer. Der sieht gut aus. Ja! Ein Glückstotem. Es gibt das kann gar nicht mehr passieren, weil Mike mittlerweile ja schon tot ist. Aber es gibt einmal ein Todestotem, in dem Mike Emily erschießt, wie der hier. Und dann gibt es den Glückstotem, wenn wir wahrscheinlich wieder vor einer krassen Entscheidung stehen. Entweder erschießt Mike uns, wenn wir wahrscheinlich dem unsympathisch sind, oder Wir werden es überleben. Aber ich glaube, da haben wir keine Kontrolle darüber, denn ansonsten hätten wir ja einen Führungstotem gekriegt. Ja, zumindest eine minimale Kontrolle, weil Mike ja den Abzug hat.
gegen... Aber der Typ scheint ja freundlich zu sein, zumindest auf den ersten Blick. Wenn er uns ja schon geholfen hat mit der Flare, also einer Bengalfackel. Bin schon wieder bei der Z. Was war denn das? Okay, da sind anscheinend irgendwelche anderen Viecher. In den Spalt gehen. Gibt es ja auch einen anderen Weg, die vielleicht, oder werden wir jetzt gerade gezwungen, durch den Spalt zu gehen? Nee, geht nur durch den Spalt. Dann machen wir das auch. Okay, hier muss es lang gehen. Shit! Alter Schwede! Was ist das? Wie sind die Viecher hässlich? Nach links! Vielleicht kommt das Ding von oben runter, wetten. Drück den Hebel! Das sind die Viecher. Oh, das war aber höchste Eisenbahn. Oh, es kommt schon. Nie gut, sieht aus, als ob da oben irgendwas geschreddert wird. Deswegen möchte ich da lieber nicht entlang gehen. Nein, ich hab mich verdrückt! Verdammte Scheiße! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus. Etwas. Was? Matt, los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster. Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist und was. Ash, ganz ruhig. Es war Josh, das war alles Josh. Nein, hört mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Matt, oh Gott, die Seilbahn hat nicht funktioniert. Da sind wir auf diesen Turm und er fiel um und wir stürzten in die Mine, tief runter, in diesen scheußlichen, tiefen Minenschacht. Moment. Und dann waren Matt und ich da unten und... Oh Gott, ich glaube, Matt ist vielleicht tot. Halt, was? Emily, was ist passiert?
Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Okay, ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage.
Okay, anscheinend haben wir einen Elite-Soldaten hier oben gefunden. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Status-Update. Das gucken wir uns natürlich jetzt erstmal an. So. Status-Update, Schmetterlingseffekt. Gebissen. Emily wurde gebissen. Oh, scheiße. Stimmt. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, die wurde irgendwie gekratzt. Oh nein, ey. Das kann schwere Folgen haben, wenn Emily gebissen wurde. Okay. Dann gehen wir weiter. Also. Oh, jetzt ist es mit der Linkseffekt-Aktualisierung. Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Emily hatte nichts, um den Angriff abzuwehren und wurde gebissen. Emily hat Matt die Leuchtpistole gegeben. Ah, scheiße, wir wissen nicht, ob... Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Igitt. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Hab ich nicht gefragt. Gibt es Profi-Bendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Ach, Moment, ich will mal das ganz kurz gucken. Schmetterlingseffekt. Nein. Ich will was, ich will die Totems nochmal sehen. Verdammt! Ab. Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Steckt dann irgendwo noch ein Rest Menschlichkeit in ihnen? Scheiße, sind noch da. Oh nein! Verdammt, was soll das? Er ist weg! Wir sind zu spät! Still! Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper.
Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Hat ja fast schon Zombie-Apokalypse-Style hier. Ich hab... Lauf! Los! Scheiße! Los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu weit gezielt. Wir müssen weg hier! Oh Gott, 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 oh Gott! Oh nein. Oh Scheiße. Fick dich. Scheiße. Ash! Oh Gott sei Dank! Bitte lass mich rein, schnell! Oh mein Gott! Chris! Oh mein Gott, was ist passiert? Hier, wir müssen weg. Das Ding war direkt hinter mir. Los, 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 los! Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding.
Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das heißt oh gar nichts. Gott, das ist, es hat mich gebissen. Und gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts, ehrlich. Es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh, ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denkt, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben! Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da ein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow. Okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns! Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nimm nicht die Pistole. Tagebuch Kannibalismus. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige. Ich bin besessen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte, oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist. Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne, wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. In diesen Bergen lebt einst ein Stamm, die Kree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von... Das ist eine lange Geschichte. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Kree heilig.
Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Kree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun, und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 bekamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Kree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist kein Jäger wie ein Falke, doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihm auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Einen Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von denen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Kree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Oh. Oh, nein, 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 nein. Was ist denn? Was steht da? Hier steht, dass der Biss... Wenn er dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Hier steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat mich nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Tut mir leid. Tut mir so, 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 so leid. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Aber lass doch gleich noch die Knarre da, Suppe. Ach ja, Pistolen können den... Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm?
Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Sie haben mich verletzt. Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor der furchtbaren Isolation. Folge ist leider schon wieder zu Ende. Es wird nochmal richtig, richtig spannend, denn der Psychopath hat sich jetzt herausgestellt, dass das Josh ist. Das wussten wir aber auch schon in der letzten Folge. Nur, es ist das weit Gefährlicheres als ein Psychopath unterwegs, wenn diese Viecher so schnell sind und wir jetzt mittlerweile, was wir denen erfahren haben. Unsere einzige Hoffnung, derjenige, der sich damit sehr gut auskannte, ist gestorben. Gott sei Dank haben wir sein Buch, deswegen können wir also haben wir schon einiges an Vorwissen, wie diese Viecher drauf sind. Je nachdem, ja, ich hoffe mal, dass diese Folge jetzt auch fehlerfrei ist und sage tschüss bis zum nächsten Video.